Seht her, auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Tja. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt, wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird, wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert, wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt, wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Ich wusste es. Na gut, hat er noch was zu sagen? Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja, das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Gut, ich glaube, das somit hat er den Schlusspfiff gegeben. Und ich würde sagen, wenn wir hier schon mal sind, dann können wir doch auch mal ein bisschen... Schild, Klingenrüstung. Die ist vom Rüstungswert nicht schlecht. Wir nehmen die mit. Ich wusste gar nicht, dass es eine Klingenrüstung gibt. Klingenpanzerhandschuhe, die sind nicht ganz so gut. Schwere Rüstung, Klingenhelm. Klingenstiefel, nicht schlecht. So, das ist ein Fall für Lydia. Wo ist Lydia? Ich gebe euch Deckung. Habe ich dich entleert? Ich habe dich nicht entleert. Das ist doof. Wenn ich jetzt... Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das heißt, ich schmeiß erstmal in die Tasche hier. In die Tasche, sage ich schon. Erstmal die Drachensachen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Nehmen, Drachenfluch. Gewicht 11, das kriege ich noch mit. Das kriege ich noch mit. Meko, du bist leider im Weg. Die ziehen wir doch mal an. Wir sind doch nicht so. Mal die komplette Ausführung. So. Wir sind jetzt komplett in Klingenausrüstung. Gut, da fehlt noch der letzte Schliff. Nämlich der. Was für einen Spezialangriff hat er denn, der? Wo ist er denn, der Drache? Irgendwas mit Drachenfluch. Okay, und uns fehlt nur noch Schild der Klingen. Und wir sind vollständig. Ja. Leichte Ähnlichkeit. Was braucht ihr? Leicht ist übertrieben, aber wir haben auf jeden Fall eine Ähnlichkeit mit der Klingenrüstung aus Oblivion. Das sieht man auf jeden Fall. Auf jeden Fall wurde sie verändert. In den 200 Jahren ist sie verändert worden. Haben wir hier noch. Und. Ja. Wer mal ein Oblivion-Let's Play gesehen hat, der weiß, in Oblivion habe ich richtig viel mit der Klingenrüstung gespielt. Ich fand, es war nicht die allerbeste, aber sie war ziemlich gut für den Anfang und dann habe ich halt nie die, glaube ich, da die nächst bessere Rüstung zusammengekriegt und so habe ich die dann die ganze Zeit angehabt da. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Abwechslung drin und wir gucken mal den Gesamtrüstwert. Bekleidung. Der ist jetzt höher. Davor war er bei 218, jetzt sind, oh gut, wir haben das Schild noch. Also ich glaube, insgesamt wäre er sogar niedriger. Achso, hier haben wir alles durchgeguckt. Das nehme ich noch nicht mit, weil ich so gut wie überlastet bin. Was für einen Auftrag haben wir denn jetzt? Uiuiuiui. Der schimmert schön, ne?
Eine coole Rüstung haben wir hier gekriegt, finde ich. Da oben können wir noch hin. Die Tafel haben wir uns, glaube ich, genügend angesehen. Wo kommen wir hier denn noch überall hin? Himmelsrand, direkt nach Himmelsrand. Auch nicht schlecht. So ersparen wir uns das, da durch die Höhlen laufen. Ah gut, hier haben wir eine komplette Zwergenrüstung gesehen. Gucken wir mal. Was es hier noch so gibt hier draußen. Ja, so ein kleiner Aussichtspunkt. Okay, hier kommen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier ist so ein leuchtender. Ah, das sah von Weitem anders aus. So ein leuchtender Punkt auf dem Baum, wollte ich sagen. Der hat so da. Hat aus der Ferne so geleuchtet. Da dachte ich, da wäre was. Wozu die Eile? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt so, will ich mal einmal gucken. Was haben wir jetzt? Wir sollen zu den Graubärten. So, das machen wir auf jeden Fall. Oh, den Helm kenne ich nicht. Umhüllungszauber. Umgeben den Zaubernden mit einer gefährlichen Aura, die jeden verletzt, der zu nahe kommt. Auch nicht schlecht. Leer? Gut. Hätte ja sein können, dass ich hier neue Sachen wiederfinden. Und wir reden in Hochrodgar mit den Graubärten. Und wollen diesen Schrei lernen, um einen Drachen vom Himmel zu holen. Das ist unsere jetzige Mission. So, dazu suche ich mal unserem Beauftragten mal. Eure Ausbildung macht der Himmel über euch. Die Stimme in euch. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Das spielt das eine Rolle? Er stand auf Alduins Mauer. Doch, wir können ruhig ehrlich sein. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen helfen mir nur. Ich bin nicht ihre Marionette. Die Klingen wollen einzig und allein Alduin bezwingen. Ihr etwa nicht? Zumindest haben die Klingen keine Geheimnisse von mir. Doch, das stimmt. Seid euch da nicht so sicher. Ich warne euch. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Ich für meinen Teil habe euch nur das vorenthalten, wofür ihr noch nicht bereit wart. Wie eure Frage zeigt, seid ihr immer noch nicht bereit. Ihr werdet mir also nicht helfen? Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Interessant, ah, okay. Bring Dovald Keen zu Patronax. Drachenblut? Wartet. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Und? Könnt ihr mir jetzt diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr könntet alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der mit euch darüber sprechen sollte. Na gut, wenn du das nicht bist. Was ist an Drachenfall denn so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf.
Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Okay. Kriegen wir irgendwie schon hin. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist denn Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Warum bin ich Partonax noch nie begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Okay, wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Okay, ich bin gespannt. Los, los. Ja, ich glaube, das wird hier noch Jahre dauern. So sind sie halt. Sie brauchen ihre Zeit. Währenddessen bedienen wir uns. Wie viel Gewicht dürfen wir noch zu uns nehmen? Noch genügend. Was stelle ich mich denn so an? Wo wollt ihr denn hin? Darf ich schon mal vorauslaufen? Irgendwie? Hier ist eine Sackgasse, ne? Wir können ja das blitzende Schwert begutachten. Oh, da geht's raus. Da geht's ja wirklich. Innenhof. Es geht in den Innenhof. Okay, ich dachte, da wäre kein Ausgang. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. So. Es kommt doch gar nicht so rüber, wenn wir hier in Klingenrüstung ankommen, als dass wir auf dem falschen Weg sind. Auf dem Weg der Klingen sind wir nämlich. Und... Oh Gott. Nein, ich hätte fast Lydia noch hier Schaden gemacht bei meinen Übungen. So, kriegen wir den hier beigebracht, weil die da stehen bleiben. Und jetzt... Jetzt geht es los. Der Pfad zu Partonax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Ich bin gespannt. Lock. Da ist er. Da ist der Spruch. Das Lock. Sprich mit... War. Ja, genau. Chor. Da sind alle drei. Eins. Los. Lerne. 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 Achso, sind alle gelernt? Du bist noch dran? Gut. Gelernt. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Okay. Wolkenloser Himmel wird den Nebel hin. Aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Partonax ist voller Gefahr. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Okay, dankeschön. Für die weisenden Worte. Hier haben wir ja schon mal und gestanden und Schaden bekommen. Ich gucke auch gerade in die falsche Seite. Wolkenlose Himmel. Okay. Das haben wir geschafft. Wir haben auch ein bisschen Schaden gekriegt. Wir nehmen hier noch den Rest mit und machen uns auf den Weg zu Partonax. Oh Gott. Wir müssen hier... Wir müssen hier immer stückchenweise den Nebel aufdecken. Und hier kriegen wir wieder Schaden.
Reicht auch einmal? Wir probieren es mal. Ich halte immer gedrückt. Ja, siehste. Das geht auch schneller, wenn ich hier immer stückchenweise. Jetzt haben wir doch schon mal ein ganzes Stück. Oh, die arme Ziege. Wer hat die Ziege umgebracht? Oh Gott. Ein Eisgeist. Gut, habt ihr es? Ja. Okay. Es geht weiter. Müssen wir noch irgendeinen Tunnel durchqueren? Okay. Oh Gott, was ist das für ein Metall? Ich hab's jetzt nicht mehr lesen können. Orkalkummererz, irgendwie sowas. Ich spreche sowieso falsch aus. Das ist ganz normal.